Cage ist die der Titel der Ausstellung und das ist auch der Titel von den zwei Skulpturen, die wir hier sehen. Was ich ja gemacht habe, ist natürlich, also ich habe mit Modellen gearbeitet. Das sind Aluminiummodelle von kleinen Villas oder zwei Familienhäuser, die in Norditalien, aber auch in Österreich, in der Schweiz, in Frankreich überall zu sehen sind, normalerweise in der Peripherie. Ich habe zum Beispiel jetzt abgesehen von den Modellen, die wir hier sehen, die eben auf verschiedenen Podesten, wenn man will, ausgestellt sind, einmal auf einem Tisch und einmal richtig am Boden, habe ich hier in den Raum Arbeiten ausgestellt, die 2020 entstanden worden sind. Die sind tatsächlich entstanden während der Covid-Zeit und die sind eigentlich alle Zitaten. Ja? Ich arbeite mit Zitaten sehr, sehr, sehr lange schon und mit Sprache und ich habe in der Zeit von Covid wieder das Buch rausgeholt von Roland Barthes, Fragmente einer Liebe. Ich habe angefangen letztes Jahr mit den Uhren zu arbeiten und hier mochte ich ganz gerne, weil die Idee von oder der Konzept von Identität und von Zugehörigkeit natürlich unglaublich viel mit Erinnerungen und mit der Idee von, ne, mit dem Konzept von Zeit zu tun hat. Ich arbeite mit Ketten seit, ich glaube seit Anfang 2000 und ich arbeite eben mit Ketten als Bestand von Skulpturen oder von Installationen. Ich benutze normalerweise Ketten, eigentlich immer nur Ketten, die wirklich also zum Bau gedacht sind, also richtige Ketten und ich habe jetzt dieses Jahr, die sind eigentlich alle Arbeiten von diesem Jahr, außer das eine da oben. Ich habe ein bisschen, ja, sag mal, rumprobiert ins Studio und ich habe wirklich diese Wand so mehr oder weniger ins Studio so gehabt und ich fand es eigentlich interessant, weil manchmal im Studio so Sachen macht, die aus manchen Sachen wird dann etwas, aus manchen nicht und ich finde es irgendwie ganz gut, so ein Teil von dieser für mich schon sehr intime Situation. Das Studio ist etwas, was irgendwie schon wie mein Zuhause ist oder das Ort meiner Zugehörigkeit einfach hier zu bringen. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen mit Glas zu arbeiten. Das ist für mich eine schöne Entdeckung gewesen. Ich hätte nie gedacht, dass es mich irgendwie anpacken würde. Weil es ist eine ganz andere, es ist eigentlich so ein sehr, sehr weiches Material, während man das verarbeitet und dann wird es eben zu etwas super hart ist, aber auch sehr, sehr empfindlich. Hier haben wir der Guss sozusagen von drei Kettenlider aus Metall. Das sind richtige, fette, große Ketten gewesen. Die sind ganz neue Arbeiten aus diesem Jahr entstanden, die heißen Strip Light und die beziehen sich ein klein bisschen an die Neonarbeiten von Alien Gray von 27. Das ist die Arbeit Be Your Mirror. Das sind 20 Tafeln aus Aluminium, die insgesamt eine Fläche füllen von etwas 4 mal 10 Meter und die füllen den Raum mit die machen aus dem Raum eine komische Reflexion, weil das Aluminium ja nicht so richtig reflektieren kann. Daher sieht ein bisschen der Raum, als ob es gefüllt wäre von einer Rauchwolke vielleicht.